völlig entspanntes Ding. Hallo Pia! Boah, habe ich nicht super geparkt? Bis dann! Was ist mit dir, Nashorn? Tut's nicht reden? Komm, dann erstmal hier. Und dann... Pia! Sieht interessant aus hier. Was machen die alle? Im Kampf. Ah ja. Wegen dir. Geh weg. Okay, weg. Du bist nicht im Kampf. Mir wird nichts angezeigt. Jetzt können wir schnacken. Gut, du bist hier. Anka hat das Sicherheitsteam weggelockt, aber sie können jederzeit zurückkommen. Wir müssen schnell arbeiten. Ich muss wissen, was die RDA, weiß. Bist du okay? Du siehst blass aus. Blass? Ich bin draußen in einer RDA-Basis und hyperventiliere ganz leicht. Wie schafft ihr das immer? Ich gehöre hierher. Was brauchst du? Zugang zum System, um Scans laufen zu lassen und RDA-Berichte einzusehen. Du kannst dich doch reinhacken, oder? Mein Sid kann ungeschützte Terminals aufspüren. Genau. Such nach Personal mit passender Sicherheitsfreigabe, ja? Oh, am besten direkt das Ding hier mal an. Vielleicht hilft es uns ja. Okay, dahin geht es nicht so unbedingt viel weiter. Ha. So. Priya, ich habe dir eine Personalliste geschickt. Hilft die vielleicht? Allerdings, ich muss jemanden mit Befugnissen finden, um die Scanner zu starten. Such nach biometrischen Infos und Zugangsdaten. Mach ich. Okay. Kann ich da... Oh, muss ich drüber balancieren? Hui. Munitionsbeutel ist voll. Nicht Rauchration. Jawohl. Warte, erst checken. Oh Gott. Tadam. Tadam, tadam, tadam. Priya, du wolltest biometrische Infos. Hab was. Perfekt. Muss nur jemanden da, mit den Photovoltaik. Mal da rein. Gelbe Dixies. Habe ich auch so noch nicht gesehen, tatsächlich. Aha, da ist doch was. Hier geht's rein. Schlepptop, warte. So, ich schicke dir Daten von jemandem aus der Forschung. Gesendet. Bingo, jetzt kann ich ein Zugangsprofil erstellen. Wer ist Bingo? Was? Nein, ist nur eine Redensart. Ich erkläre es später. Wie geht das Kinderlied? Und Bingo ist sein Name. Ah, verdammt. Kriegt nicht mehr zusammen. Mit dem Hund.
Und Bingo ist sein Name. Heute, ja. Die RDA bohrt also an vielen neuen Orten. Mercers Plan ist genial, wenn es darum geht, alles zu töten. Ich analysiere die Giftigkeit des Öls und kartiere die Erdbebenschäden. Aber das wird dauern. Schon gut. Check den Deine Job. Freunde passen auf. Dafür bin ich echt dankbar. Ich schalte die Bohrteams aus. Cool, cool. Mal sehen, was die Datenbank noch so bietet. Es tut mir leid. Ich wünschte, wir wären nicht hier aufgetaucht. Heute für uns selbstgebackene Kirschweinnudeln. Aber wir können jetzt handeln. Mitgebracht. Und nicht nur ich das, sondern an, auch noch voll weiß. Schön herbstlich Pass dekoriert. Mit Blättern und einer Figur von einem Igelchen. Oh, das klingt nett. Priya, ich nähere mich dem Riss genau nördlich von dir. Was soll ich tun? Gut. Riss? Das ist ein RDA-Räumungsteam. Die dürfen keinen Bohrer aufbauen. Wird erledigt. Cool. Außerdem hält sich hier laut Berichten eine Thanatormutter mit ihren Jungen auf. Andersrum, wir waren in seinem. Ja, okay. Die sind gefährlich, aber ich versuche sie zu verschonen. Aber ja, ist ja in der Nähe, sag ich mal. Oh, da war noch ein Glockenbaum, heißt das so? Da können wir unser Heilmittel noch auffüllen. Tadam. So, ich soll die Thanatoren beschützen. Pass auf. Zeig dir, wie das geht. Das Ding gehört mir! Ich krieg den! Grüße mich! Hopp, 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 hopp. Braucht ja so lange zum Nachladen, sag mal. Komm, komm, komm. Lass die Thanatoren in Ruhe. Das sind meine Buddies. Ich habe die RDA zusammen mit den Zähnen und Klauen des Waldes aufgehalten. Und hab ich sie gerettet? Jetzt Glockenzweige werde ich die Anlage hier für die RDA. Ja, das Nachladen ist nervt wie die Sau tatsächlich. Team Kurzbogen. Ah, hier. Ja, im Prinzip mag ich das auch mit den Bögen da rumzurennen. Aber bei diesen Mechs habe ich immer das Gefühl, ich muss einfach die Schrotflinte nehmen. Priya, bin hier fertig. Wie laufen die Tests? Das ist so über sie befürchtet und ich warte noch auf die volle Untergrundanalyse. Der Sprengstoff ging tiefer runter als die Ölquelle. Irgendwas Verdächtiges geht hier vor sich. Sag Bescheid, wenn du was findest. 30.000 Liter Tanks, die haben doch bestimmt auch Schwallwinde. Im Kinowald ist irgendwas los. Ach ja. Sie suchen mit Kartierungsrunden nach etwas unter der Oberfläche. Coole Technologie, aber richtig schädlich für die Umwelt. Ich deaktiviere sie. Gut. Aber schick mir erst die Keine Informationen drauf. Ach hier. Die RDAJ. Aber das ändert sich relativ schnell von Gebiet zu Gebiet. Oh, 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 oh. Beziehungsweise den. Tadam. Noch jemand? Ein Heli? Da ist noch was. Ah ja. Ja. Haha. Schnapp die Daten und schalt sie ab.
Was sie nicht sehen, können sie nicht plündern. Achtung, der Kurzbogen hat nur eine begrenzte Reichweite. Ja, ja. Ja, ja. Verstehe. Gehüpft. Die Blauen sollten Vernunft annehmen und sich ergeben. Hier unten war auch noch einer. Kommen wir hier mal rein. Es ist wie es ist. Freunde im Anzug! Es hat mich festgenagelt! Kopf ist geknackt! Headshot. Was denn? Warum kommen da jetzt welche? Okay. Mal da. Hier lang. Da-da-da-dum-da-dum. Zack. Zerstört. Priya, ich sende jetzt die Daten. Eine ganze Menge. Hab sie. Die RDA scannt weit und tief, als ob sie nach etwas suchen würden. Nur was? Schalte alle aus. Ich melde mich, wenn ich mehr weiß. Wo steckst du? Hier. Gott Allah, das ist ein bisschen komplizierter. Na, es geht. Toll, jetzt regnet es und ich hatte gehofft, später noch Nordlicht und. Ja, stimmt. Heute und morgen, ne, sollen noch so viele sein. Was nicht sicher! Da-dum. Eins übrig. Blaue Pest. Sage mal. Okay, voll. Da hat man natürlich eine super Chance, was zu sehen, ne? Ist echt gut. Ist 3 von 4, eben sagt er noch eine. Wo versteckst du dich? Hier. Da gerade irgendwo einen Fehler gemacht. Priya, Sonden sind erledigt. Fantastisch. Keine Ahnung, wie du das schaffst. Ich schiebe die Panik an meinem Computer, während du RDA-Förderstellen mit Links ausschaltest. Danke.
Ich hatte viel Übung. Ein Kumpel ist Hobbyastronom. Da sollen wir dann ein Foto davon schicken. Ja. Geil. Okay, bin hier fertig und hab die Daten. Vermessungsergebnisse, Routen, alles. Alle ÖBO-Operationen scheinen von derselben Basis auszugehen. Dort wird jede Menge Ausrüstung gelagert. Schick die Koordinaten. Erledigt. Ich gehe ins HQ zurück, sehe mir aber noch einen Riss an. Dort war die RDA noch nicht und ich will saubere Proben. Sei vorsichtig, ja? Bin ich das nicht immer? Nicht antworten. Nein. Flieg doch mal schneller. Oh, verwundbare Stellen. Treibstoff. Energie. Es gibt keine Basis ohne. Keine Flugabwehr, sehe ich das richtig? Oh geil, hier ist so ein Jump-Pad. Keine Flugabwehr. Da muss ich hin. Seid ihr des Wahnsinns? Alter, was hier los ist. Aua. Ich brenne. Achso, ich muss tatsächlich die ganzen Behälter hier zerstören. Und auch diese, jenen. Das sind drei an der Zahl. Für Verstärkung. Okay, die gehen aber auch in die Luft, ne? Ganz schön ordentlich. War weil irgendwo da hinten, ne? Da oben.
Gehört er zu uns? Ja, nein, das war eine RDA-Patrouille. Kein Stress, die sehen uns hier unten nie. Okay, sie kommen zurück. Schnell in Deckung! Sie sehen uns! Lauf! Priya, hey, melde dich! Okay. Sie war auf dem Weg zu einer Rissstelle in Iowas Weite. Suche nach ihr nordöstlicher Turokspitze. Hey, bist du da? Priya? Alles okay? Das klang gar nicht gut. Wir sind in Ordnung. Naja, wir verstecken uns in einer Höhle und die Idioten haben uns noch nicht gefunden. Kann aber nicht lange dauern. Echt clever von mir. Haltet durch. Ich lenk sie ab. Aha. Okay. Da schlagen die Blitze ein. Oh, noch jemand. What? Wo? Ach da. Oh. Haha. Ja, ich hab dich auch getroffen. Zählt. Priya, bitte komm. Alles okay? Es ist sicher, die RDA ist weg. Schön, deine Stimme zu hören. Wir sind okay. Komm jetzt aus der Höhle. Hier? Neue Körperbemalung. Ja, wollt ihr nicht rauskommen? Da kommen sie. Bis ich an jemanden erreicht habe. Und weißt der du, durfte sich dann was anhören. Schweben, alter Schwede. Dieser alter Schwede. Haut mich jedes Mal um. So ein Scheißjob, ne? Ich habe mich auch noch nicht an Pandora gewöhnt. Es gibt viel mehr zu entdecken. Genau deshalb müssen wir sie unbedingt beschützen. Richtig? Zum Glück kann das Land mit dem Gift fertig werden. So genial ist deine Welt nämlich. Als Ökologin auf der Erde... Nun ja, mein alter Professor meinte immer, Ökologie sei Pathologie. Das ist so traurig. Absolut. Irgendwie Philosophie. Pandora ist so lebendig und wunderschön, dass es mir Angst macht. Ich würde alles tun, um sie zu beschützen. Ich muss das simulieren, aber Mercers Plan wird sicher alles zerstören. Die Clan-Anführer besprechen gerade im HQ, wie wir ihn stoppen können. Ich hoffe, es ist möglich, weißt du? Komm ins Hauptquartier! Wir brauchen dich! Ah, komm, kriegen wir hin. Mercers nächster Bohrturm wird viel Land zerstören. Worauf warten wir dann noch? Durchbrechen wir ihre Tore und schnappen uns diesen Winzling! In die Basis kommt keiner rein. Die Ikran sind der Tod von oben. Seht ihr die Türme? Sie schießen uns vom Himmel. Denkt ihr, dass nicht einmal die Seswa das Lager stürmen können? Ist das die 20er-Base? Mein Volk weiß, wie es ist, allein zu kämpfen. In der Einheit liegt die Kraft. Aranahe, Seswa, Kametire und Sarentu. Wir können die Basis nicht frontal angreifen. Okay. Aber Mercer hat einen Schwachpunkt. Priya? Mercer hat eine neue Technologie. Okay. Seht ihr diese Sensoren? Das ist ein Sonarverteidigungssystem. Klingt gruselig und ist es auch. Ist aber auch ungeschützt. Eine Schwachstelle. Wie dumm, oder? Wenn jemand hochfliegt und sie manipuliert, kann Alex sie hacken.
So können wir den Bohrturm lahmlegen. Ich kenne sie. Übernehme das. Dann fliegen wir mit dir. Danke, aber je weniger Leute, desto besser. Und wenn du scheiterst? Haltet eure Leute bereit. Dann brauchen Alex, wir da gar nicht ich hin. Sehe sie. Die Sensoren. Perfekt. Siehst du die Kappe oben auf den Sensoren? Sie hat eine Schutzhülle. Kriegst du die auf, bekomme ich Zugang. Na, dann mach ich sie auf. Das ist ja wohl das kleinste Problem. Wow. Lockdown active. Nicht schon wieder. Schießen, meinst du? Ah. Ah, da oben. Das ist es. Okay, warte. Ich hänge dich an das Signal von Sid dran. Bleib beim Sensor, okay? Hoffentlich klappt das. Keine Sorge. Ich habe vollstes Vertrauen. Der wäre. Siehst du diesen furchtbaren da. Funkturm? Hey. Dort ist die Munition. Was? Funkturm habe ich gesehen. Wo war denn der? Bin beim zweiten. Super! Dann stören wir mal die RDA-Sensoren. Klar. Hätte ich den Flugangriff-Tritt testen können. Noch einer. Tudum. Verbund. Alter, scheppert das Ding. Komm wieder zurück. Bist du in Ordnung? Siehst du die Kappe auf dem Zimmer? Oh, ich hab keine Munition mehr. Was ist jetzt denn los? Ah, hier. Okay.
Okay, es fällt gar nicht auf, dass es hier gleich zur Sache geht, wenn hier so viel Munition rumliegt. Oh. Null dramatisch. Null. Splittergranate. Komm schnell. Alter, wo bin ich denn hier gelandet? Sesva Reiterriemen. Richtiger Badaboom. Ja. Nehmen wir doch einfach mit. Und hüpfen darüber. Wie hüpfen? Komme ich darüber? Jawohl. Oh, Ikran. Nein! Nicht brennen. Ja. Fünf Element, mega. Achso. Ich dachte für einen Moment, ich hätte noch Dingens, ne? So, muss ich hier wieder bleiben? Hm. Komm. Do it. Just do it. Warte. Da stimmt was nicht. Wer ist Manuel? Schmeißt ihn auf den System. Hör zu, sie wissen jetzt sicher, dass du kommst. Da drin. Die Anlage Nein. ist abgeriegelt. Bleib unentdeckt, okay? Pass auf dich auf. Immer. Okay. So, wohin? Was für ein Kontrollturm? Der da. Alex, du hattest recht. Bin in der Anlage. Ist aber nicht. Suchen wir den Schlösser. Elektronische Schlösser. Schalter an der Oh.
erstmal hier so ein bisschen, ne? Komm mal her. Eine geile Map, wenn ich ehrlich bin, ne? Spezielle Pfeile sind ja nicht so deins. Aber wie sieht es bei Spezialmunition aus? Ich habe gar nichts. Ich habe gar nichts. Aber ist auch, glaube ich, gar nicht so nötig momentan, ne? Ah, verstehe sie? Ins Gesicht getreten. Du denkst doch? Ah, guck hier. Warte mal. Ah. Und wie wechselt man den? Ah, Sturmschrotmunition. Okay. Bleib mal probieren, was die so macht. Das Spiel ist schon fast fertig. Und jetzt fange ich an, die Munition mal zu testen. Da ist noch was. Und hier ist noch eine Kiste. Komm, steck das weg.
Ey, die Spezialsachen können so nice sein und nützlich. Ja, ich weiß. Aber ich sag dir, das war schon immer so. Schon mein ganzes Leben lang. Ich weiß nicht warum. Ich weiß echt nicht warum. Was Alex, war das zuletzt? Komm hier nicht durch. Ich glaube, das Wasser steht unter Strom. Atomic Heart. Ich glaube, ich habe es schon mal erzählt. Ich habe mich da durchgekämpft. Das war so scheiße schwer, das Spiel, ne? Und beim letzten Endgegner, also beim letzten starken Gegner vor dem Endgame quasi, vor dem Ende, fällt mir ein, oh, da gibt es ja auch Perks. Und gehe da rein und kann mir eigentlich fast alle Perks zu Gemüte führen, weil ich so viel angesammelt habe an Währung. Der Strom ist aus. Das ist so, so bescheuert. Schlösser? Ah. Hui. Oh. Oder kann ich hier... Nein. Ja, natürlich kommen jetzt mal wieder Gegners. So, und du? Aha. So. Ja, ist echt selten, dass ich das volle Potenzial von einem Spiel ausschöpfe. Also sowas von selten, dass ich jetzt gar kein Beispiel nennen könnte. Selbst, selbst meine Passion für Autorennen, auch da nutze ich nicht alle Features. Weil, ich spiele so lange, wie ich zurechtkomme. Und wenn ich ewig zurechtkomme, dann brauche ich auch nichts ändern. Auch wenn ich dann irgendwelche Dinge freischalte und so, weißt du? Dann, da kann ich mir ja gar nicht die Tastenkombination merken, um die Dinger auch zu benutzen. Also, ist schrecklich. Ist wirklich schrecklich bei mir. Mit den Spezialsachen kannst du Elektroschaden vergiften, verbrennen und explodieren lassen. Das klingt schon sehr nice, ne? Gebe ich zu. In diesem Anzug fühle ich mich unbesiegbar. Bist du aber nicht. Aha. Tust du nicht. Und du auch nicht. So. Da geht's raus. Sonst noch irgendwas? Können wir die Munition und Stöcke? Jo, sonst. Oh. Eine Munition haben wir noch voll. Okay, gehen wir weiter. Die Stimme klingt wie... Mercer. Meinst du, er ist dort?
Wenn, dann im Kontrollraum. Ich gehe dorthin. Warte. Du ist Mercer hier? Ich passe auf. Stopp. Warte kurz. Er könnte auf dich warten. Du weißt, wozu er fähig ist. Ich kann nicht noch jemanden verlieren. Das wirst du nicht. Du weißt, alles wozu wird gut. Ich fähig ich bin. Wir müssen den Bohrturm stoppen. Ich nehme den Schacht. Das erwartet er nicht. Okay? Es gibt kein Zurück mehr. Den Schacht nehmen wir, okay. Jetzt checken. Ja. Gehen wir da lang. Kommen wir da hoch? Nee. Dann gehen wir da rüber. Voll. Der Kurzbogen ist übrigens die einzige Waffe, die dich beim Rennen nicht langsamer macht. Ah, ja. Hä? Machst du auf? Jetzt. Okay, aber ich habe das Gefühl, wir sollten noch was essen. Erstmal was Normales. Bevor wir uns noch einen Statuseffekt reinballern. Okay. Voll. Warte. Was war hier noch versteckt? Munition haben wir aber. Ja, okay. Aha. Speziallieferung. Ah, ich muss mal kurz ziehen. Cool. Oh. Oder Note. So. Wundervoll. Da ist er ja. Endlich. Was macht denn? Die Familie wieder vereint, mein Traum. Warum hilfst du ihm? Warum ist er dir noch wichtig? Phelan ist schlau. Er schlägt sich auf die Gewinnerseite. Was tust du? Nein, bitte! Du bist eine Enttäuschung. Deine Schwester hatte mehr drauf. Und ja, das ist nicht geschafft. Er sagte, niemand wird verletzt. Es gab Tote, Daylan. Wir sind doch Familie. Ich wollte doch nur, dass das Kämpfen aufhört. Family. Ist mir egal. Und Mercer kümmert es auch nicht. Du gehörst nicht zu denen. Diesmal krieg ich dich. Überlass das den großen Taylor. Komm schon. Ja, das stimmt. Das ist ungewöhnlich. Oh, fuck. Was mache? Komm, bleiben. Mal voll. Okay, ist alles voll.
Munition ist eh voll. Okay. Ah, Lebensmittelration. Kopf gestoßen. Okay, warte. Da muss ich hin. Da muss ich aber erstmal den Flugabwehrturm kaputt machen. Okay, sonst haben wir keinen. Dann bauen wir nochmal und nehmen nochmal mit. Ist doch gar nicht wahr, hier. So. Ja, ja. Auf geht's. Ja, bleibt in Deckung! Wir sind hinter dem Wasserfall, aber sie kommen näher. Beeil dich, bitte! Jetzt müsste ich sie ja irgendwie alle wieder im Blick haben. Dass ich sie nicht verliere. War nur die zwei? Oh ne. Tiere. Ihr kommt, bin ich schon längst fertig. So, okay. Gehen wir da mal vorsichtig runter. Checken hier mal kurz die Lage. Hab ich noch? Okay, hab ich noch, hab ich noch. Okay. Dann gehen wir mal gucken. Geil. So, aber hier war das, ne? Ha. Kenn mich doch aus dem Showgeschäft. Sieh den. Gerade noch rechtzeitig. Fast hatten sie uns. Für nichts und wieder nichts. Konntest du beim Hack was rausfinden? Überhaupt nichts. Was jetzt? Das war's, oder? Das Ding bohrt sich durch ganz Pandora. Fangen wir an zu packen. Vielleicht nicht. Ich habe im Kontrollraum einen
Datenträger gefunden. Daylan gab ihn mir. Taylan? Er war da? Ich wusste, da ist was im Busch. Bria sah ihn nach dem Angriff von Mercer flüchten. Er hat das getan? Er wollte niemanden verletzen. Er hat Mercer blind vertraut. Trotzdem, es könnte eine Falle sein. Ein Tracker. Wir haben keine Wahl mehr. Und wir haben auch Fehler gemacht. Tracker fahren, Tracker fahren. Wir haben der ADA auch früher einmal vertraut. Der Krieg raubt uns den Verstand, hm? Priya soll sich das ansehen. Vielleicht war es keine komplette Zeitverschwendung.